Hallo Leute und herzlich willkommen hier bei einem neuen Tutorial von mir. Ich werde euch heute zeigen, wie ihr am schnellsten, oder eher gesagt, wie ihr die Burst-Modus-Quest mit eurem Starter-Digimon macht. Euer Starter-Digimon muss mindestens Level 71 sein. Ihr müsst, bevor ihr nach zu Pancho-Leomon geht, müsst ihr noch einige Quests beim Absolvieren, damit es jetzt richtig losgeht. Zu Pancho-Leomon kommt ihr, wenn ihr nach Snowstorm Village reist, dann müsst ihr unten in die U-Bahn rein, ab nach Snowstorm Village, kostet 10 M. Und dann geht's ab in die Infinite Ice Wall. Danach redet ihr Pancho-Leomon an und beginnt damit eure erste Quest. So, eure erste Anlaufstelle ist im Duck Tower Wasteland. Ihr kommt so dahin. Ihr müsst erst wieder nach unten in die U-Bahn gehen, wenn ihr vom DATS ausgeht. Geht nach Western Village, läuft nach oben zur Map und läuft nach links, bis ihr das Hunde-Digimon seht, welches euch da nach Western Village East gibt. Dort läuft ihr dann noch weiter, bis ihr ins Duck Tower Wasteland kommt. Wenn ihr dann dort seid, geht ihr nach Skalmeramon. Wenn ihr da seid, killt ihr von dem Skalmeramon ein paar, und wenn ihr rechts ein rotes Kästchen seht mit Skalmeramon, müsst ihr wahrscheinlich noch 50 Stück zusätzlich killen. Wenn ihr dies gemacht habt, erscheint dieser Boss hier hinten. Davon müsstet ihr dann wahrscheinlich ein oder zwei Stück killen. Am besten ist es, ihr holt euch Hilfe. Falls ihr am Ende des Videos nicht alles verstanden habt, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Ich bin gerne bereit, euch zu helfen. Wenn ihr das dann alles erledigt habt, geht ihr wieder zurück nach Pancho-Leomon, gebt die Quest ab und nehmt dann die neue wieder an. Nachdem ihr Skalmeramon besiegt habt, geht ihr wieder zurück zu Pancho-Leomon und flabbert ihn an, gebt die Quest ab und nehmt die neue wieder an. Nachdem ihr bei Ukuwamon angekommen seid, killt ihr erstmal ein paar von diesen Viechern, also die normalen Ukuwamon. Und danach, nach einiger Zeit, erscheint dann hier ein Kästchen. Und müsst dann nochmal ungefähr 50 Stück von den Dingern killen. Wenn ihr diese 50 gekillt habt, erscheint hier wieder ein Kästchen, dass die Ukuwamon, diese Torrent of Darkness, erschienen sind und sehen dann so aus. Davon müsst ihr dann 2 Stück killen. Wenn ihr damit fertig seid, geht ihr wieder zurück zu Pancho-Leomon, gibt die Quest ab und nimmt die neue erneut an. Nachdem ihr Snowman Village wieder erreicht habt, seid ihr hier bei den Mammutmon. Ihr killt das Ganze wie mit Ukuwamon wieder normale Mammutmon, bis hier wieder ein Bildchen erscheint, dass ihr 50 Mammutmons killt. Wenn ihr diese gekillt habt, werden wieder 3 Mammutmons erscheinen. Davon müsst ihr 2 killen, die ungefähr hier spawnen. Und wenn ihr die gekillt habt, gebt ihr natürlich wieder die Quest ab, nehmt die neue an und weiter geht's. So, nachdem ihr in die Data Village gelaufen seid, müsst ihr wieder ein paar Metall-Etimons killen, bis wieder hier oben dieses rote Viereck mit Metall-Etimon drin steht. Davon killt ihr auch wieder 50 Stück, und es werden hier im Umkreis von ein paar Metern die King of Digimons gespawnt, also der Metall-Etimon, von denen ihr ebenfalls diesmal 3 Stück killen müsst. Wenn ihr dies getan habt, ab nach Pancho-Leomon, gebt die Quest ab und nehmt die neue wieder an. So, ihr müsst auch gar nicht weit laufen, denn auf der Map, wo Pancho-Leomon ist, geht es auch direkt weiter, hier bei den Gryphomons. Ihr killt wieder ein paar Gryphomons, bis wieder dieses viereckige Kästchen erscheint und ihr wahrscheinlich wieder 50 Stück davon killen müsst. Killt diese und danach spawnen wieder Gryphomon-Bosse, davon müsst ihr 2 erledigen. Dann geht es direkt weiter, wenn ihr dies getan habt, wieder auf der gleichen Map, geht ihr zu Skullgrammer und macht genau das gleiche wie mit Gryphomon. Killt ein paar Skullgrammons, wenn hier wieder ein viereckiges Kästchen erscheint, killt wieder 50 Stück. Wenn dies getan ist, spawnen auch wieder Bosse von den Skullgrammons, davon müsst ihr ebenfalls 2 killen. Und wenn ihr das dann gemacht habt, geht ihr wieder zu Pancho-Leomon, gibt die Quest ab und nimmt natürlich die neue wieder an. So, auf der gleichen Map geht's weiter, diesmal müssen wir Gizmons killen. Wie schon in den letzten Sachen müsst ihr wieder ein paar Gizmons killen, bis oben rechts wieder ein Viereck steht, wo ihr wieder 50 Gizmons killen müsst. Wenn diese 50 Gizmons gekillt sind, erscheinen zwei Bosse, die Digimon Destroyer, also große Gizmons. Die 2 killt ihr, und wenn ihr das gemacht habt, gebt ihr natürlich wieder nach Pancho-Leomon und gebt die Quest ab und nehmt die letzte Quest wieder an. So, nachdem ihr dann wieder die Quest angenommen habt, geht's wieder bei den Gizmons weiter. Ihr müsst nochmal Gizmons killen, bis dann wieder dann dieses rote Viereck entsteht, dann 50 Gizmons wieder killen, dann erscheinen diese Bosse, die in der letzten Quest gekillt habt. Die müsst ihr dann beide nochmal killen, und dann erscheint ein Gizmon XC, Digimon Destroyer. Diesen killt ihr dann, und wenn ihr den gekillt habt, geht ihr zurück und ihr erhaltet euer Burst-Modus-Item.
So, nachdem ihr Gizmon jetzt hier besiegt habt, holt ihr euch das Burst-Modus-Item ab. Dieses aktiviert ihr so. Ihr geht auf euer Digimon-Profil in die Digitation und klickt dann auf das Schloss und aktiviert euer Burst-Modus. Wenn ihr im Mega-Level seid, digitiert ihr automatisch in den Burst-Modus. So, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen und ihr freut euch, jetzt im Burst-Modus zu sein. Die Quests nehmen ganz schön viel Zeit in Anspruch. Ihr solltet euch Hilfe besorgen. Ja, und damit sag ich Tschüss und wir sehen uns im nächsten Tutorial oder Let's Play wieder, Leute. Ciao!